Und das besprechen wir jetzt mit Michael Fabricius, der ausgewiesene Immobilienexperte bei uns in der Weltwirtschaftsredaktion. Willkommen. Und wie erklärst du dir diese Zahlen? Ja, hallo. Also es gibt drei Gründe eigentlich, muss man fairerweise sagen. Der Verband hat zwar schon recht, Verunsicherung ist das eine, aber wir haben auch insgesamt eine Baukrise in Deutschland. Der Neubau von Einfamilienhäusern vor allem geht zurück. 35% weniger Neubauanträge allein im Mai. Und da in den neuen Einfamilienhäusern werden vor allem viele Wärmepumpen eingebaut. Also haben wir schon mal einfach so einen strukturellen Grund, das muss man sagen. Dann gibt es im Profibereich bei den Mehrfamilienhäusern, also im Mietwohnungsbau, geringere Sanierungsaktivitäten. Das hat die Wohnungswirtschaft heute auch nochmal gesagt. Da werden also auch weniger alte Heizungen durch neue Wärmepumpen ersetzt. Die haben das Problem mit hohen Zinsen und Baukosten vor allem. So, aber dann tatsächlich der dritte große Grund ist die Verunsicherung. Also die normalen Hauseigentümer, die Hausbesitzer warten einfach ab. Die sind von dem Heizungsgesetz erstmal überfordert gewesen. Da gab es unheimlich kleinteilige Vorschriften, welche Heizung genau ist jetzt erlaubt und welche nicht. Und die warten halt noch ab auf ein neues Förderprogramm, was die ganze Zeit angekündigt wird. Auch bei der Dämmung haben wir gesehen, gehen die Zahlen ja zurück. Dabei ist das ja eigentlich das Erste, was man machen sollte bei einer Heizung. Heißt das, das ist den Deutschen im Prinzip nicht mehr so wichtig? Oder aber auch, weil die Gaspreise wieder gesunken sind, setzt da keiner mehr drauf? Woran liegt das? Ja, also der Zurückgang dort war ein bisschen geringer als bei den Wärmepumpen, mit, ich glaube, 12%. Tatsächlich muss man sagen, insbesondere die Privathaushalte sind finanziell auch irgendwann am Ende ihrer Leistungsfähigkeit angekommen. Ja, weil so eine Wärmepumpe, und das hat die Verbraucherzentrale in den letzten Monaten mehrfach gesagt, kostet eben inklusive Einbau und nötige Umbauten so um die 30.000 Euro. Eine zusätzliche Dämmung dann noch bereitzustellen, da muss man mit weiteren hohen fünfstelligen Beträgen rechnen oder mittleren fünfstelligen Beträgen, das haben die Leute einfach nicht. Und auch da soll es eine neue Förderung geben und auch da warten die Leute natürlich ab. Und das hast du ja gerade schon erwähnt, in dem Heizungsgesetz ist eben noch gar nicht genau definiert, welche neuen Techniken wie eigentlich gefördert werden sollen. Das heißt, da warten jetzt alle ab. Ist das nicht eigentlich der Kardinalfehler dieses Gesetzes? Ja, also da hat man das Pferd wirklich falsch rum aufgezäumt. Ja, also vielleicht hätte man sogar ganz ohne Heizungsgesetz und ohne das neue Wärmeplanungsgesetz, was jetzt auch noch verknüpft wird, wäre man damit vielleicht ausgekommen. Jetzt hat man diese Förderung, die Reform der Bundesförderung für effiziente Gebäude, um die geht es, hat man ans Ende der ganzen Kette gestellt. Da hat die Ampelkoalition sich jetzt selber eine Frist gegeben bis Ende September. Also am 30.09. erst gibt es neue Förderbedingungen für die Verbraucher und Hausbesitzer. Dass die bis dahin jetzt warten, ist absolut logisch. Denn es deutet sich schon an, dass beispielsweise allein die Wärmepumpe könnte mit doppelt so viel Geld wie bisher gefördert werden. Also wer jetzt voreilig gewissermaßen eine Pumpe einbaut, handelt ja widersinnig. Also man kann jetzt eigentlich nur abwarten, mindestens bis zum 30. September und dann schauen. Das heißt im Prinzip am Ende, der wirklich Leidtragende ist der Klimaschutz, weil genau deswegen sollte das Ganze ja eigentlich auch auf die Schiene gesetzt werden. Und wenn jetzt alle zögern, genau das leidet dann, oder? Klimapolitisch ist das ein totales Eigentor. Also nicht nur, weil man jetzt die Förderung erst ans Ende der ganzen Kette setzt und die Leute abwarten. Obendrein hat man ja auch einen Image-Schaden erzeugt, ja, für den Heizungsumbau. Viele Leute haben einfach aus Trotz gesagt, jetzt baue ich mir eine neue Gasheizung ein. Denn der Absatz von neuen Gas- und Ölheizungen ist ja widersinnigerweise auch genau in diesen ersten Monaten dieses Jahres nach oben gegangen. Also zumindest gemessen an den früheren Zahlen. Das heißt, die Leute haben weniger Wärmepumpen eingebaut. Relativ gesehen mehr Gas- und Ölheizung. Dem Klimaschutz schadet das. Man hätte vielleicht einfach ganz ohne diese kleinteiligen Regulierungen auch an den Start gehen können. Die Ampel hätte einfach sagen können, wir fördern mehr Wärmepumpen, wir machen einen Positivanreiz und keinen Negativanreiz. Aber man hat sich jetzt für den anderen Weg entschieden und einen politischen Schaden und Klimaschutzschaden erzeugt. Können wir noch mal einmal ganz kurz schauen, inwieweit diese Förderanträge denn tatsächlich die wirklichen Zahlen der Einbauten und des Verkaufs von Wärmepumpen widerspiegeln? Denn der Bundesverband Wärmepumpe, der sagte, im vergangenen Jahr waren es ungefähr 281.000, die verkauft wurden. Und davon Förderanträge waren ja dann nur 100.000. Also inwieweit spiegeln denn die Förderanträge die tatsächlichen Zahlen wider? Ja, ja, also da muss man auch fairerweise sagen, da hat der Bundesverband natürlich recht. Nicht, also man kann natürlich eine Wärmepumpe auch einbauen, auch ohne Förderung. Zumal die Förderung auch teilweise an strenge Voraussetzungen geknüpft ist. Ja, ich muss eine bestimmte Effizienzzahl zum Beispiel nachweisen können. Meistens geht das auch über Energieberater, die denn diese Anträge stellen. Die Anträge selbst dauern teilweise sehr lange. Die BAFA, da gab es auch zwischenzeitlich Phasen im Winter, wo die überfordert war. Und da gab es auch in der Zeitung zu lesen, die nehmen fast gar keine Anträge mehr an. Also
das hat schon, die Förderung ist ein gewisser Flaschenhals, ja, aber trotzdem kann man schon sagen, dass das, was da passiert auf dieser Förderungsseite, wenn da die Zahlen zurückgehen, ist es auf jeden Fall ein Indikator für den allgemeinen Trend. Wenn diese BAFA-Anträge zurückgehen, dann geht auch insgesamt der Absatz zurück. Es ist also nicht ganz unabhängig voneinander. Michael Fabricius, ganz herzlichen Dank, dass du uns so ein bisschen durch diesen Heizungsdschungel hindurchgeführt hast. Ja. Danke für deinen Besuch. Gerne.